Hallo und herzlich willkommen zu Propeller TV. Heute dreht sich alles um das Thema sozial genial. Und das haben wir für euch vorbereitet. André altert knappe 60 Jahre in Abgefahren. Wir zeigen den harten Alltag von Streetworkern. Außerdem kommt Anni bei der Feuerwehr ganz schön ins Schwitzen. Und im Studio haben wir den kleinwüchsigen Schauspieler Peter Brombill, der über seine Erfahrung berichten wird. Schwer erkrankt zu sein, verursacht bei vielen Menschen Verunsicherungen und Zweifel. Besonders bei HIV schwirren einem viele Fragen durch den Kopf. Auch das Berufsleben wirft einige Bedenken auf. Wie die AIDS-Hilfe Chemnitz HIV-Erkrankte unterstützt, das seht ihr jetzt. Die Anzahl HIV-Erkrankter in Deutschland ist immer noch steigend. Und das, obwohl heutzutage überall über das Thema Prävention gesprochen wird. In den 90er Jahren, als der erste hoher Anstieg an HIV-Erkrankungen war, war es noch eine sehr tödliche Krankheit, an der die Patienten auch mangels, also wegen fehlender Therapiemöglichkeiten schnell verstarben. Das änderte sich dann Ende der 90er Jahre. Die Behandlung wurde immer besser und die Patienten lebten länger. Die Anzahl der Todesfälle ist also im Durchschnitt niedriger als die der Neuerkrankungen. Dazu kommt auch ein bisschen Leichtsinnigkeit mancher Leute, die denken, es ist nicht mehr so bedrohlich, die Erkrankung. Die Infektion mit dem HIV-Virus verläuft meistens ohne weitere Krankheitsanzeichen. In seltenen Fällen treten grippeähnliche Symptome auf. Da es ja immer noch eine Erkrankung ist, die mit sehr vielen Stigmata behaftet ist, gibt es anonyme und kostenlose Testangebote. Das ist in allen Gesundheitsämtern in ganz Deutschland möglich. Eine positive Diagnose wirft das Leben der Betroffenen schnell aus den Bahnen. Halt bieten Organisationen wie die AIDS-Hilfe in Chemnitz. In unserer Begleitungsarbeit haben wir verschiedenste Aufgaben. Das fängt an bei den Erstgesprächen, wenn Menschen von ihrem positiven Testergebnis erfahren, sie aufzufangen, aufzubauen und erstmal die ersten Ängste, die sie haben, ein bisschen abzufedern. Außerdem weist die AIDS-Hilfe Chemnitz auf Rechte im Berufsleben hin. Niemand muss sagen, dass er HIV-positiv ist, egal wo er arbeitet. Das ist ein Persönlichkeitsrecht und darauf weisen wir natürlich hin. Durch zahlreiche Therapiemöglichkeiten gelingt es Ärzten bereits, die Lebensqualität der Erkrankten deutlich zu verbessern. Die Leute haben unter Medikation eine fast normale Lebenserwartung und auch ein völlig normales Leben. Unter ärztlicher Betreuung ist es heutzutage sogar möglich, ein gesundes Kind zur Welt zu bringen. Mit Patienten, die unter Behandlung stehen und regelmäßig Medikamente nehmen können, eine sehr geringe Viruslast haben. Und dann ist die Ansteckungsmöglichkeit gar nicht mehr so groß in der heutigen Zeit. Solche und weitere Informationen können Betroffene bei der AIDS-Hilfe Chemnitz erfahren. Eine Organisation, bei der soziales Engagement großgeschrieben wird. Wir werden derzeit von einigen Ehrenamtlern unterstützt, was auch sehr wichtig ist, weil sonst wäre unsere Arbeit so nicht möglich. Eine unter den fleißigen Helfern ist Therese. Für mich ist es sehr wichtig, weil das Thema HIV und AIDS wird viel zu wenig in den Medien breit getragen und es ist viel zu wenig präsent und darum ist es wichtig. Besonders hier zeigt sich, wie wichtig ehrenamtliche Unterstützung ist. Auch sie hilft mit beim Kampf gegen AIDS. Circa 50.000 Flüchtlinge kamen 2012 nach Deutschland. Davon sind ungefähr 2.600 nach Sachsen gekommen. Da für Asylbewerber in Deutschland aber alles fremd ist, gibt es Einrichtungen, die ihnen bei ihren ersten Schritten helfen. Die AGIUA ist die erste Anlaufstelle für Flüchtlinge in Chemnitz. Einer dieser Flüchtlinge ist Ali. Mein Name ist Ali. Ich bin 16 Jahre alt. Ich komme aus Pakistan. Ich spreche Englisch, ein bisschen und Deutsch und Punjabi und Urdu. Vor 2 Monaten kam er ohne Sprachkenntnisse nach Deutschland. Momentan hat er Deutschunterricht in der AGIUA. Ich betreue speziell unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Die kommen bei mir erstmal in den Sprachkurs, lernen nur die Grundkenntnisse erstmal so ein bisschen, kriegen eine Orientierung in Chemnitz, in der Gesellschaft. Da die Flüchtlinge meist kein einziges Wort Deutsch können, beginnen Lehrer erst einmal mit Gesten und Bildern.
Doch was passiert mit den Flüchtlingen als erstes, wenn sie nach Deutschland kommen? Bei den Minderjährigen gibt es zwei Gruppen. Die unter 16-Jährigen kommen sofort in den Kinder- und Jugendnotdienst. Dort ist es praktisch die Inobhutnahmestelle. Und die 16- und 17-Jährigen müssen aber leider oftmals in der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber bleiben. Zu den Motiven für eine Flucht aus dem eigenen Land gehören Kriege, Konflikte, Unruhen, Menschenrechtsverletzungen sowie politische oder religiöse Verfolgungen. Besonders für Jugendliche gibt es oft auch andere Gründe. Perspektivlosigkeit, Armut, besonders bei den jungen Leuten, vielleicht der Wunsch nach Bildung, der Wunsch auf ein besseres Leben. Viele berichten mir, die sind in LKWs hinten unter der Plane gereist, im PKW bis zu der Grenze und dann zu Fuß weiter. Zur Unterstützung gibt es ehrenamtliche Arbeiter und Praktikanten. Marina ist Studentin für Europastudien und macht zurzeit ein Praktikum. Mittwochs übernimmt sie sogar den Unterricht selbst. Ich habe das damals im Internet auf der Jobbörse der TU Chemnitz gesehen und habe dann gleich gesehen, ja, das gefällt mir auf jeden Fall gut. Und mir gefällt es halt hier vor allem, dass, also es sind eigentlich nur 4 Stunden die Woche, die ich mich da engagiere, aber es kommt halt wirklich direkt an. Und das ist einfach sehr schön zu sehen. Generell sind die alle sehr, sehr motiviert und man merkt auch, dass sie wirklich was lernen wollen. Bedanken sich auch immer total und das ist einfach schön zu sehen. Man lernt die Schüler ja alle als Persönlichkeiten kennen. Und also viele haben zum Beispiel auch Facebook, die schicken dir dann eine Freundschaftsanfrage, schreiben dich dann an, chatten mit dir, du erfährst dann auch, wie es mit denen weitergeht und so. Das kann man auf jeden Fall nicht abstellen. Ich glaube, es wäre komisch, wenn es einen nicht berühren würde. Doch Marina ist eine der wenigen, die sich freiwillig sozial engagieren. Die Sozialarbeiter wünschen sich mehr Akzeptanz und Unterstützung aus der Bevölkerung. Auf jeden Fall besteht Verbesserungsbedarf. Gerade in Sachsen, wo eigentlich ja der Flüchtlingsanteil besonders niedrig ist, kommen mir die Leute sehr abweisend vor. Wenn ich mir zum Beispiel Hamburg angucke, da ist die ganze Stadt bunt und es interessiert keinen, woher da jemand kommt. Und wenn man sich halt schlecht verständigen kann, dann macht man es nochmal oder keine Ahnung, wie das dort funktioniert, aber auf jeden Fall besser als hier. Wie es für Ali weitergehen wird, zeigt sich in der Zukunft. Eines ist für ihn klar, er will in Deutschland bleiben und Lehramt studieren. Helfen kann jeder. Ein freiwilliges soziales Jahr bietet jungen Menschen die Möglichkeit, sich in sozialen Einrichtungen zu engagieren. Im folgenden Beitrag seht ihr, welche Eindrücke und Erfahrungen man dabei sammeln kann. Dennis arbeitet in einer Wohnstätte für Menschen mit Behinderungen in Leipzig. Nach dem Abitur hat er sich dazu entschlossen, ein freiwilliges soziales Jahr zu absolvieren. Zu Beginn war Dennis sich unsicher, ob ein FSJ die richtige Entscheidung für ihn war. Nach einiger Zeit konnte er jedoch auch bei sich einige positive Entwicklungen feststellen. Ja, ich würde schon sagen, ich habe mich sehr durch das FSJ verändert. Was auch den Umgang mit Menschen mit Behinderung an sich angeht. Man hat immer so einen kleinen Abstand. Und jetzt ist das so, wenn ich jemanden sehe mit Menschen, also mit einer Behinderung, weiß nicht, dann hätte ich auch kein Problem, den jetzt einfach mal so mich anzufreunden und keine Ahnung, mit ihm ins Kino zu gehen. Ist einfach so eine ganz natürliche Sache. Wir wünschen uns einen guten Appetit. Anfangs beunruhigte Dennis der Gedanke daran, nicht wie üblich direkt nach dem Abitur zu studieren. Mittlerweile hat er sein freiwilliges Jahr um 6 Monate verlängert. Ich bin richtig froh, dass ich das gemacht habe und es ist einfach so, die sind einfach so, die gehen so leicht mit ihrer Behinderung auch um und so. Also die freuen sich über alle möglichen Dinge und gehen auch fast alle mit einem Lächeln durch die Welt. Das ist einfach schön. Also dieses, sie brauchen nicht viel im Leben, aber freuen sich halt über die Dinge, die sie haben. Das schätze ich auch sehr. Trotz seiner langen Beschäftigung im Heinz Wagner 2 ist für Dennis nicht jeder Tag wie der andere. Also nach dem Jahr gibt es immer so kleine Dinge, die einen noch irgendwie bewegen oder die anders sind als sonst, wie verschiedene Unternehmungen, also die wechseln ja ständig. Man geht jetzt zum Beispiel auf den Marktplatz zu einer großen Aktion Mensch-Aktion und stellt sich vor so ein Riesenschild und tanzt mit den Leuten dann. Das ist schon schön. So Andreas, ein bisschen her. Hallo Jonas. Jonas. Na? Ja. Alles klar? Ja. High five. Und nachher spazieren. Ja.
Fußball spielen. Ja? Ja, also es gibt viele Momente, viele kleine Momente, wo ich auch richtig glücklich bin mit den Bewohnern. Was mir jetzt spontan einfällt, der Umzug einer Bewohnerin in die höheren Etagen. Das war für mich so, wow, weil da oben sind nur selbstständige Leute. Und da habe ich mich so gefreut für sie und die ist auch total glücklich. Und es ist einfach schön, wenn du siehst, dass da jetzt jemand hoch kann. Und auch viele andere Momente, wie wenn sie einen Freund haben und der kommt dann immer zu Besuch oder so. Und es ist einfach alles menschlich. Also wenn man hier arbeitet, dann merkt man schon, dass es einfach genau wie bei uns ist. Den Leuten, die sich nach der Schule noch nicht sicher sind oder noch nicht diesen Mut haben, irgendwie so direkt nach vorne zu gehen, irgendwie das zu machen, was sie sich schon seit Jahren vorschweben, macht das. Ich finde, sowas würde man jetzt nicht entdecken, wenn man jetzt gleich studiert oder so. Für Dennis hat sich diese Erfahrung also voll und ganz gelohnt. Und Peter Bronbill stand in einer Szene mit Kate Blanchett in Wer ist Hannah vor der Kamera. Er spielt in Jerry Cotton mit, arbeitet als Model. Also eine ganz typische Schauspielerkarriere, aber so typisch ist das ja jetzt auch nicht. Peter, du bist kleinwüchsig. Wie sieht denn deine Arbeit aus als Kleinwüchsiger? Also was ist da anders? Du meinst jetzt meine Arbeit? Ja, also wie sieht das Leben allgemein als kleinwüchsiger Mensch aus? Ja, meine nähere Umgebung habe ich meiner Größe angepasst. Meine Wohnung im Badezimmer habe ich einen Hocker, um ans Waschbecken zu kommen. Die Küche, da sieht es ähnlich aus. Also alles, keine großen Schränke. Oder wenn, komme ich da auch mit Trittleiter oder sowas dran. Autofahren, das ist heute auch kein Problem mehr. Da werden die Pedale verlängert. Da gibt es mittlerweile auch. Früher war das ein bisschen schwieriger, gibt es heute auch. Teilweise sogar direkt vom Hersteller, die anbieten Pedalverlängerung, was die Sache recht einfach ist, einfach macht. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier hinkomme mit Bus und Bahn oder so, da stellen sich dann natürlich schon mal so, auch solche Hürden auf, die man vorher nicht. Zum Beispiel in Elsterwerda war auf einmal der Einstieg in den Zug, ja, ich würde mal sagen, einen halben Meter, wo ich eigentlich nur mit eine Kletterpartie hätte machen müssen, wo ich ja dann aber auch keine Hemmung habe, Leute anzusprechen und zu sagen, geben Sie mir die Hand oder gibst du mir die Hand? Und wenn man so offen dann auf die Leute geht, dann gibt es auch niemanden, der sagt, der nicht hilfsbereit ist und... Wie sieht das so im normalen Alltag aus, wenn du jetzt auf der Straße unterwegs bist, mal an einer Einkaufspassage oder so, lachen dich die Menschen auch manchmal aus? Ja, natürlich. Es ist ja halt so in unserer Gesellschaft, dass meiner Meinung nach wir so ein bisschen an den Rand gedrängt werden, in andere Schulen, in überhaupt generell Behinderte auch gerne, wenn dann irgendwelche Behindertenwerkstätten gemacht werden, gerne wie am Rande der Stadt, außerhalb und aus dem normalen Leben auch rausgezogen. Ähnlich wie, ja, ich formuliere es mal böse, wie Kernkraftwerke, die man gerne an eine Grenze baut, sind diese weit ab vom Schuss. Und so sehen einfach die Leute auch gar nicht so oft jetzt einen kleinwüchsigen Menschen. Also hast du das Gefühl, auch ausgeschlossen zu werden? Hast du dieses Gefühl? Ja, schon. Also es ist ja so, dass viele Berufe für mich gar nicht zugänglich sind, auch wenn man es nicht zugeben mag. Also für mich ist das auch ein bisschen manchmal auch geheuchelt, also große Versicherungen oder Banken. Ich glaube nicht, dass sie so gerne jemanden am Schalter, oder ich habe es auch noch nicht gesehen, ganz ehrlich, ich war noch in keiner Bank, wo jemand am Schalter saß, dem ein Arm gefehlt hat oder andere Beeinträchtigungen. Ich habe noch nie einen Rollstuhlfahrer gesehen, in der Bank am Schalter, ähnliches. Aber du bist ja jetzt Schauspieler geworden. Genau. Da reden wir gleich auch noch ein bisschen weiter drüber. Jetzt gucken wir uns erstmal noch einen Beitrag an. Und zwar geht es darum, dass die Alltäglichkeiten wie Treppensteigen für die meisten Menschen ja ganz normal sind. Aber für ältere Menschen ist das alles andere als selbstverständlich. André hat mal den eigenen Versuch gemacht und am eigenen Körper erlebt, wie es sich anfühlt, knapp 80 Jahre alt zu sein. Ihr könnt das auch nicht lesen? Tja. Dann geht es euch wahrscheinlich wie ca. einem Fünftel der deutschen Bevölkerung. Die gehören nämlich zu den Rentnern. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abgefahren hier aus der TU in Chemnitz.
Für viele von uns ist es ja manchmal ziemlich schwer vorstellbar, wie unser Leben im Alter so aussehen wird. Und deshalb mache ich heute den Selbstversuch, und zwar mit dem Altersanzug Max. Also, alt durch den Alltag, auf geht's! Okay, neben mir steht Christian Schärf. Hallo. Hallo. Sie sind wissenschaftlicher Mitarbeiter der Professur Arbeitswissenschaften hier an der TU Chemnitz. Und das ist also Max. Für die, die ihn noch nicht kennen, was genau ist er denn und wofür wurde er gebaut? Also wie der Name schon sagt, Max ist ein modularer Alterssimulationsanzug extra. Und er wurde dafür gebaut, um jüngeren Menschen ein Gefühl davon zu geben, wie es ist, alt zu werden. Mhm. Wie ist das? Hat Max mehrere Altersstufen und wie genau orientiert er sich denn dabei an der Realität? Das Thema Altersstufen haben wir etwas ausgeklammert. Wir sprechen hier lieber von Einschränkungsgraden. Wir reden hier von geringen, mittleren und hohen Einschränkungen, weil wir wissen, den alten Menschen werden wir nicht simulieren können. Wir werden jetzt Max ausprobieren, an ihn direkt, André, und du wirst jetzt das Alter erleben in diesem Anzug. Okay, na da bin ich ja schon mal gespannt, wie das abläuft. Okay, Herr Schaff, jetzt bin ich ausgerüstet. Was sieht man denn jetzt alles an mir? Und schön laut sprechen. Ja, ja. Sie haben jetzt hier die komplette Montur des Altersanzugs an. Ein Highlight ist mit Sicherheit die Brille. Sie sehen unscharf, Ihr Gesichtsfeld ist eingeschränkt und das Farbsehen ist eingetrübt. Ja, das stimmt, das kann ich bestätigen. Ich sehe so gut wie nichts. Ja. Ungefähr sind Sie jetzt, wenn man ein Alter angeben möchte, zwischen 70 und 80 Jahre alt. So fühlt sich das also an. Und jetzt können Sie mal die Welt erleben aus den Augen vom Körper her eines 70- bis 80-Jährigen. Unser Lebensstil ist notwendig, um alt zu werden. Wir wissen aus der Forschung, dass 20-30% durch die Gene bestimmt sind. Der Rest ist der Lebenswandel, Ernährung, Lebensgewohnheiten, Arbeitsbelastung. Sie haben es also selbst in der Hand. So, Kinder. Puh. Also, Herr Schärf, ich muss wirklich sagen, so anstrengend hätte ich es mir über Weitem nicht vorgestellt. Es sind ja wirklich die einfachsten Dinge eine absolute Katastrophe im Alltag. Aber ich danke Ihnen für Ihre Zeit und dafür, dass wir den Anzug ausprobieren durften. Und an euch, für mich hat der Test eindeutig bewiesen, dass man vor den älteren Menschen Respekt haben sollte, allein dafür, wie sie ihren Alltag meistern. Ich freue mich darauf, jetzt noch eine Runde meine Jugend zu genießen. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann! Respekt in der Haut von André hätte ich nicht stecken wollen. Aber jemand, der auch im Alltag mit gewissen Sachen zu meistern hat, sagen wir mal, das ist Peter Bronbill, unser heutiger Studiogast. Du bist Schauspieler. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, Schauspieler zu werden? Ja, sehr spät, als Quereinsteiger. Ich war vorher, hatte einen Bürojob im öffentlichen Dienst. Das ist meiner Meinung nach oft auch der klassische Werdegang von vielen Kleinwüchsigen, der öffentliche Dienst. Und dann irgendwann habe ich aber gesagt, so, das kann es eigentlich nicht gewesen sein, weil der Beruf mir eigentlich nicht, das war nicht so richtig der Burner für mich, hat mich nicht richtig ausgefüllt. Dann habe ich geguckt, was macht mich aus, was sind meine Stärken, was unterscheidet mich von vielen anderen Menschen. Und da bin ich halt immer auf dieses Handicap gekommen, dieses vermeintliche Handicap, wo ich aber gesagt habe, so, das unterscheidet mich auch von vielen anderen Menschen und ist vielleicht auch ein Alleinstellungsmerkmal. Dass ich vielleicht in einem Vorteil ummünzen kann. Und dann habe ich einfach halt mal versucht. Die Schauspielerei. Genau, die du war hast dann ja auch schon in verschiedenen Sachen mitgespielt. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt mit Cate Blanchett und anderen großen. Du gehst ja sehr offen mit deiner Behinderung, um kleinwüchsig zu sein. Hast du auch das Gefühl, bei der Schauspielerei, dadurch kriegst du die Jobs? Sind das die Vorteile? Ich meine, bei Schauspielerei geht es natürlich um, dass man Klischees bedient und natürlich ganz klar kriege ich viele Jobs oder wahrscheinlich hauptsächlich wegen meiner Größe, was ich natürlich auch bewusst einsetze. Also wäre ich 1,80 Meter groß, hätte ich nicht als Einsteiger so eine Karriere starten können, das sicher nicht, nein. Du gehst sehr offen damit um. Wann kam bei dir dieser Punkt zu sagen, ich verstecke mich nicht, sondern ich gehe offen damit um, kleinwüchsig zu sein?
Ja, das war irgendwie ein schleichender oder war ein Prozess. Ich bin ja jetzt auch keine 18 mehr und es war einfach der Punkt, wo ich, manche sagen Midlife Crisis, wo ich einen Kassensturz gemacht habe, wo ich gesagt habe, sowas, wie sah bisher mein bisheriges Leben aus, was will ich? Und auf einmal habe ich mich auch so annehmen können, wie ich bin, wo ich vorher oft, wenn ich jetzt so zurückblicke, der Meinung bin, dass ich oft vieles versucht habe zu überspielen oder wollte es selbst nicht wahrhaben, dass es so ist. Und irgendwann war dann der Punkt in einem gewissen Alter, wo ich gesagt habe, es ist so und so, es ist gut so. Und dann kann man auch ganz anders mit der Sache umgehen. Hast du auch das Gefühl, dass andere Kleinwüchsige genauso umgehen wie du damit, oder? Ganz, ganz wenige. Also bei vielen habe ich den Eindruck, dass sie ähnlich noch in diesem Prozess stecken, wie ich das, was ich auch durchgemacht habe, wo man zwar trotzdem selbstbewusst wirkt, wo man den Eindruck hat, die schaffen auch, gehen selbstbewusst durchs Leben, schaffen ihren Alltag. Aber ich glaube, ich erkenne dann schon die Situation, dass sie sich nicht so oft gerne helfen lassen wollen oder auch sicher auch Schwierigkeiten haben, sich vor der Kamera zu zeigen. Das merkt man dann schon. Und also jetzt zum Abschluss noch, die Zeit ist leider auch schon vorbei. Ja. Würdest du dir wünschen, dass mehr damit umgehen? Also so wie du damit umgehst? Also glaubst du, dass die Gesellschaft dadurch besser werden könnte? Ja, ich denke, dass es wichtig ist, offensiv damit umzugehen. Also dass, wenn man sich am Rand drängen lässt und versteckt, können die Leute es nicht wissen. Okay. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass auch Kinder uns sehen. Und wenn es dann halt so ist, dass wir nicht denen auf einer Schule gehen oder im Kindergarten, dann halt vielleicht im Fernsehen. Wichtig ist, glaube ich, immer auch darüber zu sprechen. Und selbst wenn sie mich im Fernsehen sehen und ihren Vater dann fragen oder ihre Mutter, wieso ist das denn so? Ja. Und der Vater, er sagt dann, das ist so und so, ist, glaube ich, schon gut. Okay, vielen Dank, Peter Bronbill, für die sehr offenen Worte. Und wir machen jetzt weiter mit einem anderen Thema. In größeren Städten, aber auch im ländlichen Raum, haben Jugendliche oftmals auch verschiedene Probleme. Streetworker stehen dabei als Ansprechpartner zur Verfügung. Doch die sogenannte mobile Jugendarbeit ist nicht immer einfach. Annette Junge ist Streetworker in Leipzig. Sie hilft Jugendlichen und jungen Erwachsenen durch Gespräche und gemeinsame Aktivitäten, sich abseits von Drogen und Gewalt in der Gesellschaft zu integrieren. So langsam, so nach Gruppenarbeit mit normaleren Jugendlichen, ist hier die Drogenszene angesiedelt worden oder hat sich hierher verschoben? Die Arbeit mit drogengebrauchenden jungen Menschen ist natürlich eine sehr spezielle Arbeit, auch verbunden mit vielen Fortbildungen, mit Interesse auch daran, mit Interesse an jungen Menschen, Biografien, die dahinter stehen, ohne die aufzuknacken. Wir sind ja keine Therapeuten, aber müssen natürlich auch eine gewisse therapeutische Arbeit leisten und natürlich auch so eine, ich sage mal, unsichtbare Kompetenz mitbringen, damit man überhaupt sich da hineinversetzen kann in die Lebenswelt, in den Ablauf eines Heroin- oder Crystal-Konsumenten. Trotz des hohen Bedarfs an Kontaktstellen für Hilfsbedürftige fehlt an vielen Orten das Geld für genügend Streetworker-Stellen. Annette Junge arbeitet in einem kommunalen Streetworker-Team und wird deshalb nach einem festen Tarif bezahlt. Ich arbeite gerne hier und ich hoffe sehr, dass unsere Arbeit weitergeführt wird, weil ich die als eine sehr wichtige Basisarbeit empfinde, weil wir machen hier auch noch verschiedene Gesundheitsprophylaxenmaßnahmen zur Vermeidung von Hepatitis C und HIV. Problematischer wird es dagegen, wenn Streetworker in freier Trägerschaft tätig sind. Sie arbeiten für Vereine und werden hauptsächlich durch öffentliche Mittel der Landkreise finanziert. So zum Beispiel die Streetworker des Vereins Gemeinsam Ziele erreichen. Sie sind auf den Straßen in Zwickau und Umgebung unterwegs und bekamen kurz vor Weihnachten ihre Kündigung. Ein Schock für alle Beteiligten. Der Landkreis hat einfach nicht mehr Mittel, um quasi dann alle Angebote aufrechterhalten zu können, sodass quasi Angebote auf der Strecke bleiben müssen, wenn halt einige Fachkräfte angemessen oder relativ angemessen entlohnt werden sollen. Diese Kürzungswelle begann ja 2010. Seitdem gab es mehrere Veranstaltungen, Demonstrationen, Gesprächsrunden, verschiedenste Aktionen, die alle unterschiedlich wahrgenommen wurden und alle das Ergebnis hatten, dass sie wenig bewirkt haben, weil gefühlt man Sozialpädagogen nicht zuhört.
Besonders im urbanen Umfeld, wo soziale Härtefälle keine Seltenheit sind, fehlen oftmals Ansprechpartner, die den Betroffenen bei ihren Problemen zur Seite stehen. Die Auswirkungen wird deutlich spürbar werden, da wir mit mehreren hundert Jugendlichen Kontakt haben, die in teilweise sehr prekären Lebenssituationen stecken, ob das Wohnungslosigkeit ist, ob das Drogengebrauch ist, ob das Armut ist, ob das Gewalt ist, ob das extremistische Verhaltensweisen sind, die regelmäßig unseren Rat und unsere Begleitung suchen, die wir denen natürlich auch anbieten. Und wenn das wegfällt, wird für die eine Stütze ihres Lebens wegbrechen. Streetwork funktioniert nicht, indem ich irgendwo mal auftauche, ein Problem löse und wieder verschwinde. Also Streetwork lebt davon, dass es langfristig etabliert ist. Der Verein muss nun weiterhin auf die Stadt und den Landkreis als Förderer hoffen und Überzeugungsarbeit leisten. Anni hat sich dieses Mal unter die Freiwillige Feuerwehr in Chemnitz gemischt. Dass es dort weit mehr zu tun gibt, als Brände zu löschen, zeigt sie euch in einer neuen Folge von Zwischenstopp. Im Ernstfall zählt wirklich jede Sekunde. Deshalb ist es besonders wichtig, dass jeder Handgriff sitzt. Damit im Einsatz auch nichts schiefgehen kann, müssen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr regelmäßig üben. Wie solche Übungen aussehen und wie man am besten so einen Ablauf plant, das erzählen uns heute die Jugendwarte der Freiwilligen Feuerwehr in Chemnitz-Rabenstein. Neben mir steht jetzt Felix Österreich, zweiter stellvertretender Jugendfeuerwehrwart der Freiwilligen Feuerwehr. Wie schnell müsst ihr denn nach Alarmierung eigentlich am Einsatzort sein? Wir müssen nach 10 Minuten am Einsatzort sein und diese setzen sich zusammen aus 3 Minuten, um zum Gerätehaus zu kommen und 7 Minuten Fahrzeit mit dem Feuerwehrauto. Da wir gerade beim Thema Zeit sind, wie viel Zeit investierst du denn in die Freiwillige Feuerwehr? Insgesamt noch mit den Einsätzen etc. kommen wir in etwa auf eine Zeit von 500 Stunden. Wie sieht es bei euch mit Nachwuchs aus? Wir haben derzeit 12 Kinder in der Jugendfeuerwehr. Das staffelt sich vom Alter 8 bis 16 Jahre. Mit 16 können die dann in die Einsatzabteilung bzw. in die Ausbildungsabteilung übernommen werden. Und dadurch, dass wir 12 Kinder haben, ist der Nachwuchs für die nächsten Jahre eigentlich auch gut gesichert. Dann weiß ich ja von euch, dass ihr jetzt gleich zur Übung fahrt und mal so eine Art Ernstfall probt. Da würde ich gerne mitfahren. Nehmt ihr mich mit? Okay, können wir machen. Bekommst du das eigentlich bezahlt? Nee. Die Einsätze? Freiwillige Feuerwehr heißt ja, dass man das freiwillig macht. Und was ist dann dein Anreiz, da mitzumachen? Ja, es ist ganz einfach. Man macht was für die Mitmenschen. Ja. Man hat eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Das gilt auch natürlich für die Jugendlichen. Und es macht einfach Spaß. Wir sind jetzt bei der Übung angekommen. Doch bevor es losgeht, glaube ich, muss ich eine ganze Menge anziehen. Gerade eben noch in meiner Alltagskleidung und jetzt schon in der Feuerwerkluft. Da ich kaum Luft kriege und ich wahnsinnig schwitze, geht es jetzt endlich los. Und ich schaue mir mal an, was wir jetzt so in der Übung machen. Also ich bin völlig im Eimer. Ich kann nicht mehr. So, Frank, das war ja fantastisch. Mhm. Ich würde jetzt sagen, es hat Spaß gemacht, aber es war leider nur einfach nur anstrengend. Na, aber das ist der Hauptsache, wenn es Spaß gemacht hat. Genau, die Frisur ist im Eimer, ich schwitze wie Sau. Was ist denn eigentlich Sinn und Zweck dieser Übung? Also Sinn und Zweck ist die körperliche Ertüchtigung des Feuerwehrmanns. Sozusagen, wir müssen einmal im Jahr über diese Anlage, das sind 15 Meter Leiter steigen und 350 Meter Laufband laufen und das unter PA. Und damit wird die körperliche Fitness des Feuerwehrmanns getestet. Und wer das nicht besteht, der darf halt nicht unter Atemschutz zum Einsatz. Was ist denn PA? Also PA ist die Abkürzung für Pressluftatmer. Das ist die Sauerstoffflasche, die du auf dem Rücken hängen hattest. Und das ist sozusagen ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät. Und eigentlich geht es ja jetzt nach dem, was ich jetzt gemacht habe, noch weiter. Genau. Wo geht es da jetzt hin? Ja, man würde jetzt die Tür öffnen, dort dahinter ist ein Käfig und dort kriechen wir durch. Dort sind verschiedene Stationen zu bewältigen, eine Röhre, dann sind Deckel zu öffnen, Türen zu öffnen, zu schließen. Und dann ist das gleiche Programm, was wir jetzt ja sportlich gemacht haben, nochmal zu absolvieren.
So ein spannender Abend ist vorbei und ich glaube, ich habe heute den Traum eines jeden kleinen Jungen erfüllt. Ein Tag bei der Freiwilligen Feuerwehr war wirklich anstrengend und spannend, aber es hat total Spaß gemacht. Ich danke den beiden Jugendwarten Felix und Frank und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's auch schon wieder für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut!